Martin Dave, Golden Wave, wo findest du deinen Affiliate-Link? Vielleicht brauchst du diesen Link ausgerechnet dann, wenn du nicht zu Hause bist vor deinem gewohnten Computer. Dann gehst du am besten auf die Hauptseite royalty.com und loggst dich von da in dein Backoffice ein, weil da drin wirst du diesen finden. Also hier auf Anmelden klicken, dann hier eingeben in das obere Feld deine E-Mail-Adresse, mit der du dich eingetragen hast bei Royalty, und ins zweite untere Feld dein Passwort. Login. Hier auf der linken Seite die verschiedenen Menüpunkte und ganz zu unterst ist dein Profil. Einfach dort draufklicken und es erscheinen hier verschiedene Menüs, wo du verschiedene Profildaten verändern kannst. Es hat hier zu unterst, also zweitunterster Punkt, den Menüpunkt Affiliates. Dort klickst du drauf und findest zwei verschiedene Links. Der erste Link ist eine sogenannte Homepage-URL. Du kannst rechts diesen kopieren und der wird in deine Zwischenablage kopiert. Und jetzt gehen wir mal rein und machen diesen Link auf und schauen, was passiert. Rechte Maustaste einfügen und dann kommst du auf diese Internetseite. Das heißt, wenn du diesen Link jemandem weitergibst, zum Beispiel per Mail, und er klickt auf diesen Link, dann kommt er auf diese Internetseite und das ist eine personalisierte Royalty-Seite. Hier kann man dann verschiedene Informationen bekommen. Und wenn jetzt jemand über diese Seite eine Bestellung macht, dann wird er bei dir eingetragen. Jetzt geht er also hier, macht zum Beispiel jetzt bestellen. Und kommt dann auf dein Bestellformular. Hier zum Beispiel bei mir, Benutzername Jonval. Da wird einfach dann dein Benutzername stehen. Der zweite Link, der führt direkt auf diese Bestellseite. Das heißt, wenn der Interessent schon Informationen hat, alle die er braucht und nur noch diesen Bestelllink braucht, dann schickst du ihm diesen. Copy, prüfen wir kurz, was passiert. So, du siehst, jetzt kommt er direkt auf deine Bestellseite. Simpel einfach. So findest du deinen Affiliate-Link. Viel Erfolg!